Hallo, wir stellen euch heute das Thema Wikilearn vor. Wikilearn ist ein Datensatz für die Verwendung für die Frontend-Gruppe. In diesem Datensatz werden Lernvideos mit dazugehörigen Fragen im Internet für jeden zugänglich gemacht. Damit helfen wir Schulen bei der Digitalisierung. Die Daten werden in Schleusen gespeichert. Das ist gut fürs Frontend, weil es mit Schleusen einfach arbeiten kann. Um einfacher Inhalte zu erstellen, haben wir eine App in Flutter programmiert. Die Daten werden zu CSGNet hochgeladen. Nun kommen wir zu einer Live-Demo des kompletten Projektes, das wir erstellt haben. Dafür einmal hier rüberwischen. Und hier ist die App, die wir gebaut haben. Wie schon erwähnt, ist unsere Idee, verschiedene Videos, Lernvideos zu sammeln und dazu dann Quizfragen zu erstellen. Dies ist das Hauptinterface der App. In dieser erkennt man quasi alle einzelnen Videos, die man bereits hinzugefügt hat und die Anzahl der Fragen. Mit diesem Plus hier unten lässt sich nun ein neues Video mit Fragen hinzufügen. Zum Beispiel können wir hier eines der vielen Schulfächer wählen, beispielsweise Musik. Und dort können wir dann ein Thema auswählen, zum Beispiel Never Gonna Give You Up als Analyse eines Musikvideos. Und hier gibt es jetzt verschiedene Videoquellen zur Auswahl, zum Beispiel YouTube. Und mit diesem Knopf hier können wir einmal YouTube durchsuchen nach Videos, die quasi zu diesem Thema passen. Also zum Beispiel bei Mathematik und Ableitung bilden wären da jetzt Lernvideos für Mathematik. Hier können wir nun ein Video auswählen oder auch einfach die YouTube-Video-ID direkt einfügen. Wenn man nun als Lehrkraft quasi ein Video gefunden hat, das zu dem eigenen Thema passt, kann man hier auch auf Video abspielen drücken und dann wird quasi hier links ein Preview dieses Videos abgespielt, sodass man als Lehrkraft sich das dann anschauen kann. Beschreibung ist auch verfügbar und dann eben während man dieses Video schaut, für die Schülerinnen und Schüler Quizfragen erstellt. Beispielsweise könnte man hier jetzt eine Quizfrage erstellen: Wie heißt der Sänger? Das ist eine Mehrfachauswahl und da können wir jetzt mehrere Antworten hinzufügen. Beispielsweise jetzt einfach mal Rick Astley, das ist die korrekte Lösung, sehen wir hier am Videotitel. Oder auch A. Christli oder auch vielleicht Rish Astley. Moment, Astley. Genau, dann kann man hier die richtige Antwort ankreuzen und sobald man dann zufrieden ist, man kann natürlich auch mehrere Fragen hinzufügen, kann man hier unten rechts auf Speichern drücken. Das neue Video ist dann hier unten erkennbar und lässt sich dann hier oben rechts mit diesem Upload-Knopf mit einem einfachen Knopfdruck zu dem CyrusSkynet hochladen, was diese Daten dann quasi online verfügbar macht, zum Beispiel für die Frontend-Gruppe, die gleich zeigt, wie sie das dann für die Schüler zur Nutzung anzeigt. Außerdem haben wir auch mehrere Sprachen eingebaut, denn hier zum Beispiel ist jetzt alles auf Deutsch sichtbar, Übersicht und Fragen. Aber wenn man das in anderen Sprachen editieren möchte, kann man hier auf Englisch wechseln und dann sehen wir hier, es steht nicht mehr Übersicht, sondern Overview als Titel. Genau. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Dark Mode einzustellen. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn man noch lange an verschiedenen Lernmaterialien arbeiten möchte. Selbstverständlich wollen wir auch nicht nur YouTube unterstützen, sondern auch direkte Videolinks von unabhängigen Personen. Zum Beispiel können wir jetzt hier das Thema Musik machen. Und dann hier zum Beispiel geht es um die Orchesterakademie. Das ist eine, das hier ist quasi eine kleine Dokumentation der ARD. Und da können wir jetzt einfach diesen direkten Videolink einkopieren. Und das lässt sich natürlich auch hier links einmal abspielen. Und dann lassen sich dazu Fragen erstellen. Genau, soweit mit der Live-Demo. So, da machen wir gleich weiter. In der Index.Choisen werden alle Daten, alle Inhalte aufgelistet und Daten für eine Übersicht zur Verfügung gestellt. Und in den Quizdaten werden alle Daten zum Video gespeichert, also das Thema, das Fach, das Video. Alle Fragen, welche Fragen, alle Antworten und die richtigen Antworten. Und das war's. Danke fürs Zuhören.